Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Project Cast 2. Ich weiß, es kamen eine Weile keine Videos, mir ging es gesundheitlich nicht so gut, ich hatte ein bisschen Kreislaufprobleme und so. Aber jetzt ist alles wieder gut, jetzt kommen wieder täglich Videos. Und es kommt jetzt auch neuer Content, es wird jetzt auch Racing geben. Ich habe mir auch das neue Fanatec besorgt, das Lenkrad, ich hatte noch das alte. Aber das Ding ist, ich kann noch nicht mit Webcam aufnehmen, weil mein Playseat, wo ich ja drin fahre, also mein Fahrsimulator sozusagen, der hat doch keine Kamera. Deswegen geht momentan noch nicht, wird aber demnächst kommen. Ich werde auch mit meinem Kumpel zusammen bald aufnehmen. Er besorgt sich auch alles. Und dann fahren wir gegeneinander rennen und mal gucken, was wir dann vielleicht dann irgendwann auch mal in irgendwelchen Online-Ligen oder so. Schauen wir mal. Deswegen, also es wäre richtig cool, wenn wir das so hinbekommen würden, weil mir macht Racing richtig viel Spaß. Und heute seht ihr die erste Folge, die ist nur aus meiner Sicht, demnächst wird es aus beiden Sichten geben, also von ihm und von mir zusammen geschnitten, ja, nicht nur meinem. Aber das ist jetzt das erste Video, was wir aufgenommen haben, es ist ein Rennen, wir fahren in Monza mit einem Audi. Fahre ich und ich weiß nicht, was mein Kumpel genau fährt. Ja. Das ist richtig cool. Ich wünsche euch viel Spaß, ne? Und dann geht's jetzt mit dem Rennen los, ne? So, ich hoffe, das wird jetzt was. Ja. Ach du Scheiße. Noch 12. Mal Wheel Spin, ey. Komm hier nicht gut weg. Achtung. Alter, was machst du denn hier? Boah. Ja, irgendwie versuchen zu bremsen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Ja, ich bin gerade so noch da irgendwo durchgekommen. Bin jetzt auf dem zweiten. Weiß nicht, ich bremse, ich drück wirklich durch, aber er bremst bei mir halt einfach nicht. Komisch. Es ist immer die erste Kurve, wo er nie bremst. Gibt's nicht, Alter. Wow, was machst du hier? Ja, das frag ich mich auch gerade, was ich hier mache. Was die Karre hier macht. Im Qualifying war alles gut. Ja, eben. Und die armen Bremsen leider da. 300 auf 0 in was weiß ich wie wenig Sekunden. Ja, der bremst gut. Vor der Kurve ist bei dir irgendwas Schwarzes abgefallen beim Bremsen. Ich weiß nicht, was das war. Ja. Ich will doch nicht wissen. Irgendwie okay, da so eine Motorfehlfunktion. Sah eher wie so ein Reifenteil aus oder so. Oh, Achtung, ich schlipper. Shit. Wie oft ich mich mit diesem Scheißding fangen muss, das ist nicht mehr normal. Bei mir liegt der richtig gut. Ja, aber du hast auch einen anderen. Ich fahr grad, wie gesagt, mit. Ja, ich fahr grad aber mit Lenkradeinstellungen, nur so zur Info, ne? Ich muss mich hier gerade mit scheiß Lenkradoptionen abkämpfen. Warum ist deine Karre so schnell? Verdammte Scheiße. Sorry. Alter.
Da ist. Das war ein Stein, oder? Das war mein Heck. Ich bin einfach gerade mit. Oh, Alter, jetzt habe ich Vibrationen im Lenkrad, die sauer da. Ich bin mit rechts abgehoben und bin voll in dich reingeflogen. Ach so, du konntest gar nichts dafür. Also, das ist einfach. Nee, ja. Ich bin auf einmal ganz kurz, ich bin so einen Millimeter hochgesprungen. Ja, ich bin verstehe. Zur Seite gezogen, also nach zur linken Seite und dann, ja, habe ich mich eigentlich durch deinen Anpraller wieder gefangen. Ja, und mich hast du weggekegelt. Ja, das ist scheiße, Mann. Hier liegen auch übelst viele Gummiteile und Kieselsteine oder was auch weiß ich, was es darstellen soll auf dem Boden. Jetzt sind doch noch meine Bremsen zu heiß. Ja, meine auch. Hat mir instant gesagt, ja, Bremsen zu heiß. Okay. Pass auf, bei der Kurve, die kommt, da liegen ganz viele Kieselsteine. Genau in der Linie, wo wir fahren. Ich hab schon wieder gemerkt, wie es mich fast weggehoben hat. Alles gut. Ich habe Angst vor den Kieselsteinen, ganz ehrlich sagen. Da siehst du, jetzt wurde in die Kurve reingefahren, dass wieder ganz viel Zeug auf dem Boden lag. Und das hat mich direkt abgehoben. Okay. Nein! Ey, dieser Randstein ist aber auch so scheiße gesetzt in dieser Schikane. Da wo man abhebt, ey, das ist. Ja. Genau. Ich mach einen Scheiß, mach ich. Als ob ich die Bremsen weniger belaste. Gerne vergessen. Haben sie mich auch schon zweimal drum gebeten. Der sieht doch welche Position nicht. Nur wenn mich nichts täuscht, habe ich ganz kurz vorhin Qualm gesehen. Deswegen habe ich mich mal ganz kurz dran gehalten. Ich kann mich nicht dran halten, ich bin Zweiter. Great lap.
Ich hol alles aus dieser Kiste raus. Merkt man ja gar nicht. Ich hoffe, die Mechanik hält's aus. Ja, ich glaube, das ist dein größtes Problem. Was heißt, wenn der Motor auf 34 ist? Das weiß ich nicht. Irgendwie sieht das so leicht beunruhigend aus. Also mir steht eine 2 im Motor drin, also drunter. 36. 37. Ich glaube, der Motor geht gleich in die Luft. Quatsch. Ich bin da ja nicht bei Tschernobyl. Komm näher. Ich fahre auch gerade langsam. Oh shit. Also den Flug hättest du jetzt aber sehen müssen, ne, von mir. Ich konzentriere mich ganz auf meine Fahrweise. Ja. Meine Räder werden kalt, das macht mir Angst. Meine sind sehr warm. Aber ich sehe dich trotzdem nicht. Ich sehe dich. Doch, da ganz hinten, und klein ist er. Ich freue mich schon, dann alter 4K-Monitor irgendwann. Ja, Mann, das stimmt. Das fetzt dann. Geil. Damit dann zu zocken, Alter. Also, das ist dann schon geil. Also, die ganzen Rennen und sowas spiele. Schnellste Rennrunde. Und weiter geht's. Oh, fuck. Ja, ich muss jetzt geradeaus durchziehen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Jetzt mich rausgeschleudert. Alter, das ist abkürzen. Ja, ich weiß. Aber sonst hätte ich mich komplett rausgefetzt. Dann wäre ich genau auf einen Bordstein mit 300 gefahren. Und dann hätte es mich fliegen gesehen. Guck mal, ich fahre hier sogar extra jetzt nur mit 100. Kannst sogar aufholen. Jetzt gehe ich aber langsam zu Gas. Wow. Ab und zu bin ich mal über ein Limit. Was über ein Limit? Von was? Mit den Reifen und mit der Haftung. Ah, ich verstehe. Mein Motor ist rot 61. Ja, der hält nicht mehr lange durch. Das heißt doch eigentlich überhitzen, oder? Nö, es kann einfach Pech sein. Der Motor kann auch einfach einen Schaden haben. Es gibt auch mal mechanische Fehler in dem Spiel. Ich bin doch nirgendwo reingefahren. Wo du nichts für kannst. Nö, es passiert einfach. In echt passiert doch auch, dass der Motor einfach hochgeht. Einfach passiert. Muss der deswegen keinen Schaden gehabt haben. Ich schaff's nicht zur Zeit, diese Kurve zu nehmen. Ich bin blöd. Ah, na, komm. Der Motor, ich glaube, das mit dem Motorzeichen heißt wirklich Motorschaden. Und ich glaube, das bei mir legt sich also auf die Bremsen aus, weil ich habe wirklich Bremswege, die sind astralisch. Ob
ob der noch eine Runde aushält. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es schon. Also ich gehe erst in die Boxengasse, wenn ich in die Boxengasse gerufen werde. Davor könnt ihr mir mal Marsch lecken. Gas geben hier. Vergiss es, du doch vergiss nicht. Vergiss es. Ich gebe Gas. Ah, ich verliere an Motorleistung, ich merk's. Nee. Doch, ich verliere an Motorleistung. Mein Renningenieur sagt, we need the first place. Ja, der kann mich mal mit seinem ersten Platz und tschüss. Und wenn mir der Motor eine Sekunde nach dem Ziel in Luft fliegt, mir scheißegal. Ich schaff's jetzt darüber und es ist mir sowas von Latte wie. Ja. Ich hab nichts gesagt. Weißt du, woran das lag? Motorfehlfunktion. Er ist ja kaputt. War's meine das? Lenkachse hat sich blockiert. Ja, das kann sein, wenn der Motor kaputt ist. Ja. Ich kann nicht mehr lenken. Boah. Er lenkt bei mir alleine. Ah, alles klar. Dann war's das. Bist du ausgeschieden. Mhm. Ich versuche jetzt irgendwie zweiten Platz mitzuholen, ja, aber mal Ziel zu das haben. Ist uncool. 97%, ja, let's fucking go. 98%, 99%. Totalschaden. Aber mach nicht beenden. Ich will noch am Ende das Klassement aussehen. Also nicht das Spiel beenden direkt. Erst nach dem Rennen. Ich bin nämlich jetzt im Ziel. Dauert nicht mehr lang. Mhm. Oh, das war ein anstrengendes Rennen. Jetzt bin ich stehen geblieben. Oh. Meine Hände, Alter. Hätte halt gewonnen. Ich wäre erster Platz geworden, nur mal so zur Info. Ja, okay, du bist aber am Ende sehr langsam geworden. Man hat auch gesehen, ich kam richtig krass näher. Also dein Motor verliert dann, glaube ich, irgendwann bei einem bestimmten Prozentsatz schon an Leistung, glaube ich, ne? Aber ich bin der Meinung, ich hätte mir trotzdem ersten Platz geholt. Nee. Nee. Hätte ich nicht einen Totalschaden bekommen, das heißt, ich hätte ja nicht keine Leistung verloren ständig, dann hätte ich meine Leistung halten können, dann wär ich vor dir weggefahren. Naja, das werden wir vielleicht beim nächsten Mal dann sehen. Für heute bin ich fertig. Leute, wie die alle mich reinfahren. Ja, leider. Ich fahre gerade meine Ehrenrunde als Sieger. Gelbe Flagge, Vorsicht. Kann das du vielleicht sein? Ich kann nicht fahren. Schön. Hm. Hast dein Auto echt gut abgestellt. Hättest du mal auch auf dem Rasen fahren können. Ich kann ja nichts machen. Mal gucken wir uns mal das Klassement an. Ach. Wo bist du? Ganz unten wahrscheinlich. 1,29,4 ja, ist meine Zeit. Was hast du verbessert? 1,29,9. Das ist nur eine halbe Sekunde Unterschied, okay? Das wäre echt knapp geworden, ja. Alles klar, das war's mit dem Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass der neue Content, den wir jetzt, also Racing Games, wir werden auch Formel 1 werden wir spielen, wir werden Project Cars 2 spielen, wir werden auch Assetto Corsa werden wir auch spielen. Also, sagt einfach mal Bescheid, ob es euch gefällt. Also, schreibt es in die Kommentare. Alles klar, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.